Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Blue Alpine Cast. In der heutigen Folge schauen wir uns die Bitcoin-Schürf-Profitabilität an, die jetzt gestiegen ist. Wir schauen uns Zengo und ein Krypto-Wallet ohne Private Keys an. Und dann schauen wir uns noch den Fachartikel vom BaFin zum Thema Tokenisierung genauer an. Als erstes springen wir gleich in diese erste News-Story, und zwar geht es um Bitcoin-Mining, das nun endlich wieder profitabel ist, beziehungsweise Bitcoin-Schürfen, wie wir im deutschsprachigen Raum sagen. Und mit dem Preis, der momentan etwa bei 5.200 US-Dollar ist, ist die Profitabilität entsprechend gestiegen. Und viele sagen jetzt, dass das eigentlich jetzt wieder die Bullenzeit einläutet, ganz einfach aus dem Fakt, da die Leute jetzt eigentlich wieder das Interesse hätten, eigentlich in den Markt einzusteigen. Es ist also wieder interessant, Bitcoin-Schürfmaterial, also Hardware, einzukaufen und eine Operation zu starten und eigentlich etwas Größeres aufzubauen. Natürlich, das ist immer mit einem gewissen Investment eigentlich belegt. Und für die Leute, die sich das große Investment eher nicht antun wollen, eher klein investieren wollen, die können via Mining Pools, also Schürfpools, eigentlich loslegen. Da ist so, dass ihr eigentlich einen Teil eurer Rechnerkapazität zur Verfügung stellt und dann eigentlich auch dementsprechend das Geld erhaltet. Das heißt, ihr erhaltet nicht den gesamten Betrag, sondern nur so viel, wie ihr an Kapazität eigentlich beigesteuert habt. Zu dieser Zeit, als die Bitcoin-Profitabilität gesunken ist und Bitcoin um die 3000er-Grenze eigentlich gesunken ist, hieß es eben auch, und wir haben auch von dieser Todesspirale eigentlich gesprochen, nämlich dass der Bitcoin-Preis entsprechend sinken könnte, so stark, dass die Profitabilität eben genau nicht gegeben ist und die Leute, die eine Schürfoperation haben, eigentlich entsprechend Minus, also Verluste machen könnten. Jetzt hat es da aber mehrere Theorien gegeben. Das eine ist der Schwierigkeitsgradanpassung. Also wenn der Preis sinkt, werden alle, ich glaube es sind 10 Tage oder 7 Tage, wird der Schwierigkeitsgrad von Bitcoin entsprechend angepasst. Das heißt, man wird mehr belohnt, wenn man dran bleibt, weil die Schwierigkeit entsprechend gesunken ist. Auch sagt zum Beispiel Andreas Antonopoulos, ein Bitcoin-Sprecher und eigentlich auch Autor. Er sagt, die meisten Leute haben bereits das Investment in einen Schürfladen eigentlich getätigt. Von daher werden die nicht von heute auf morgen eigentlich einfach das Ganze kürzen. Nein, im Gegenteil, die Leute haben Langzeit investiert und möchten auch Langzeit entsprechend ihre Investments laufen lassen. Das stelle ich mir ehrlich gesagt auch so vor. Also ich kann mir vorstellen, dass viele kleinere Investoren und Unternehmer eigentlich rausgespült wurden bei diesem Preisnachlass. Aber effektiv die großen Operationen, die machen einfach weiter. Die machen dann halt einfach mal ein paar Monate Verluste, weil die Profite waren so gut in der Bullenzeit, dass die das eigentlich decken können müssten, im besten Fall. Ich denke, diese Zeit ist jetzt mal vorüber. Der Preis geht jetzt wieder richtig nach oben. Aber die Frage ist natürlich, wird der Bullenrun zurückkommen? Das werden wir noch sehen. Als nächstes schauen wir uns ein Startup aus Israel an. Die Firma heißt Zengo und hat bereits 4 Millionen Investment von Benson Oak Ventures, Samsung und Elrond bekommen. Und was jetzt extrem spannend ist, ist, die bauen eine Wallet bzw. eine Applikation, mit welcher man seine Private Keys sich nicht merken muss. Wir sagen ja immer, not your key, not your Bitcoin. Also wenn ihr die Private Keys zu euren Coins nicht besitzt, das heißt, wenn die Coins an einer Börse sind, dann gehören die Coins nicht euch, sondern der Börse. Das heißt, wenn die Börse gehackt wird, sind die Coins weg. Und Zengo möchte jetzt hier eigentlich ein neues System einführen und das Ganze ein bisschen genauer zeigen. Für die Podcast höre hier ein Bild, wie das Ganze eigentlich aussehen sollte. Ein Nutzer hat ein Wallet auf Zengo und entsprechend Kryptos und kann mit dem sogenannten Face ID, also das ist jetzt für iPhone-User, nur für iPhone-User, mit der Face ID das iPhone bzw. die Transaktion, das iPhone entsperren und dann die Transaktion initiieren. Das iPhone hat einen Teil des Keys und die Zengo Cloud einen anderen Teil des Keys.
Und die initiieren eigentlich beide zusammen eine Transaktion und dann wird die Transaktion signiert bzw. unterschrieben, wie man das im Englischen sagt, und wird dann ausgelöst. Das bedeutet aber, dass ein Teil eurer Keys eben, dass eine gewisse Abhängigkeit von Zengo besteht. Das heißt, für den Fall, dass ihr entsprechend eine bessere Benutzerqualität habt, müsstet ihr auch einen Teil eurer Keys eben entsprechend aufgeben. Das wird natürlich dann so vermarktet, dass das entsprechend sicher ist und dass die Zengo-Server immer laufen etc. Und das könnte eventuell auch funktionieren, weil ich denke, momentan ist die Nutzererfahrung von Crypto-Wallets und allgemein dem Krypto-Ökosystem einfach noch zu schlecht und es wird solche Lösungsansätze brauchen. Ob jetzt Zengo besser funktioniert oder das Crypto-Wallet von Samsung zum Beispiel, das auf Nox entsprechend in ihrem Datenspeicher gespeichert wird, das wird sich noch herausstellen. Interessant eben auch, dass Samsung mit investiert hat, wahrscheinlich mit dem Hintergedanken, dass wenn das Ding entsprechend funktionieren kann, dann könnte Samsung da einen großen Teil mit einkaufen und dementsprechend das dann auch in ihre Samsung-Handys integrieren. Ich denke, wie gesagt, solche Lösungsansätze wird es brauchen. Ob die jetzt 100% sicher sind, erstmal gar nichts ist 100% sicher, das wissen wir alle. Aber wenn es auch schon nur 98-99% sicherer ist, als die Coins auf einer Börse zu lassen, dann finde ich das eigentlich eine ganz gute Lösung. Aber wie gesagt, wir geben eigentlich wieder die Verantwortung nach außen und das ist dann wieder euch überlassen, ob ihr das entsprechend wollt oder nicht. Oder ob ihr halt eben die 20 oder 24 Wörter entsprechend eures Private Keys oder euren Private Key irgendwo einfach aufschreiben möchtet, das in ein Safe, Bank Safe oder sonst wo irgendwo hinstellen möchtet. Das ist natürlich komplett euch überlassen. Als letzte News Story heute am Ostermontag sprechen wir über die BaFin. Und zwar die BaFin hat einen sogenannten Fachartikel zur Tokenisierung rausgebracht. Das hat bereits letzte Woche stattgefunden, aber ich komme erst jetzt dazu. In diesem Fachartikel erklären sie eigentlich, was genau ein Token oder die Tokenisierung bedeutet und was genau ein Token ausmacht. Da haben sie, und ich habe das hier eigentlich markiert gehabt, und jetzt ist die Markierung weg, sehe ich gerade, ah nein, hier ist sie, und zwar, beziehungsweise der Rest ist weg, na gut, und zwar geht es darum, dass die BaFin eben bezüglich Tokens eine konkrete Stellungnahme machen wollte. Ganz am Schluss erwähnen sie auch das Ganze mit den Security Tokens, nämlich den sogenannten rechtlichen Paradigmenwechsel, sie nennen das so. Da gibt es eigentlich drei Hauptkriterien des Wertpapiergesetzes, und zwar die Übertragbarkeit, die Handelbarkeit am Finanzmarkt und die Ausstattung mit wertpapierähnlichen Rechten. Das heißt, wenn diese drei Eigenschaften gegeben sind, dann ist ein Token entsprechend unter dem Wertpapiergesetz eigentlich zu bewerten. Und das wird dann eigentlich nochmal erläutert. Das heißt, was bedeutet Übertragbarkeit? Ein seiner Gattung nach übertragbares Wertpapier setzt zudem voraus, dass das Wertpapier im Rahmen der Übertragung auf einen anderen Erwerber in seinem rechtlichen Gehalt bzw. seinem technischen Wesen nach unverändert bleibt. Das heißt, wenn ich dir ein Token verkaufe, darf das Token nicht komplett anders aussehen oder eben entsprechend rechtlich anders sein. Nein, es muss eben genau gleich bleiben. Das andere ist dann die Handelbarkeit. Und zwar die Handelbarkeit an den Finanzmärkten muss entsprechend standardisiert und gleichartig ausgestaltet sein. Und das ist natürlich die große Frage. Ist eine Kryptobörse das gleiche wie eine traditionelle Börse und ob das gegeben ist oder nicht? Und dann hatten wir noch das dritte, war eben die Ausstattung nach Wertpapierrechten. Und da geht es unter anderem, dass sich die Einschätzung der BaFin nur auf die Wertpapiereigenschaften und entsprechend hier, ich hatte es markiert, grundsätzlich um Mitgliedschaft und oder vermögensmäßige Rechte handeln muss. Das heißt, wenn man jetzt Wertpapier bzw. in diesem Fall eben Tokens rausgibt, muss man die Tokens irgendwie beschreiben. Das Ziel ist, kriegt man gewisse Anteile, kriegt man gewisse wertpapierähnliche Rechte, das heißt eine Dividende zum Beispiel, oder ist das komplett ausgeschaltet und man erhält eigentlich gar nichts, sondern man erhält einfach ein Token und damit hat es sich.
Und das sind entsprechend wichtige, ich sag mal, Eckpfeiler, um das Ganze zu beschreiben. Finde ich cool, dass die BaFin das gemacht hat. Wie gesagt, die BaFin sagt auch Anfang 2019, und darüber habe ich auch berichtet, mit Bitbond, hat den ersten Wertpapierprospekt zu einem Security Token Offering in Deutschland gebilligt. Und das ist, wie gesagt, das von Bitbond, das wir bereits angesprochen haben. Und sie sagen auch, weitere Security Token Offerings befinden sich noch in der Prüfung. Das heißt, wir werden immer mehr Security Tokens bekommen. Das Ganze wird sehr spannend, weil wir eigentlich die Rechte eines Wertpapiers haben, aber die Flexibilität einer Kryptowährung. Und das, denke ich, könnte wirklich im Kryptomarkt eine Revolution auslösen. Das war's heute von der Ostermontag-Folge. Genießt noch Ostern ein bisschen. Wie gesagt, bis etwa Mittwoche wird die Qualität und die Regelmäßigkeit ein bisschen eingeschränkt, da ich noch unterwegs bin. Aber ab Mittwoch oder Donnerstag sollten wir eigentlich zurück sein in gewohnter Qualität. Und ich habe euch nicht vergessen, auch die IOTA-Analyse bzw. die Cardano-Analyse, die kommt noch. Ich habe sie auf der Liste bzw. bin sie noch am Bearbeiten. Und dann werde ich die natürlich auch heraufladen. Ich wünsche euch einen ganz schönen Ostermontag. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut und bis dann.